Hallo Freunde und herzlich willkommen auf meinem Kanal bei Benny Goes Wild. Freunde, ich wollte schon so lange mal wieder draußen schlafen, habe so lange vor mir hergeschoben. Ich möchte gerne am Teich schlafen und habe mir gesagt, wenn das Wasser voll ist, möchte ich gerne auf der Insel schlafen. Jetzt ist es endlich soweit. Ich habe mir, glaube ich, auch den schönsten Tag heute ausgesucht dieses Jahr mit guten 22 Grad. Vorhin im Auto waren sogar 23,5 Grad. Auf jeden Fall traumhaftes Wetter, um draußen zu schlafen. Das Ganze will ich nicht alleine machen, der Nils ist heute auch dabei. Der kommt aber später und darum soll es in diesem Video gehen. Aber erstmal zeige ich euch die Teiche, wie voll sie jetzt sind und wie wunderschön das hier ist. Also viel Spaß mit dem Video. Na Freunde, der Nils auch mittlerweile da, testet erstmal Kajak aus. Ja, reingekommen ist er gut. Mal schauen, ob er noch wieder gut rauskommt, so wie ich gestern. Ach ja, wie noch gar nicht gesagt. Da die Insel ja so weit weg ist, brauchen wir ein Boot. Gott sei Dank habe ich einen Kajak, sonst wüssten wir nicht, wie wir da hinkommen. Na klar, wir könnten uns nackig ausziehen und rübergehen, aber weil tief ist das Ding eh nicht. Aber Gott sei Dank haben wir einen Kajak und damit werden wir nachher rüber paddeln. Da müssen wir noch irgendwie eine lange Schnur ranmachen, dass wir das wieder zurückziehen können und der andere dann rüberkommt. Das wird auch noch lustig. Na komm, ich bin mal nett, dann fällt es doch nicht raus. Geil. Ja, nachher helfe ich dir nicht. Danke. Ja, so ist das natürlich easy, ne? Ja, hi, wer bist du denn, na? Oh Mann. Ey, so heftig, ey. Das spiegelt. So, Freunde, geht los. Wir werden uns jetzt reinjagen. Let's go. Der ganze Scheiß muss darüber. Das wird ein Spaß jetzt. Ja, toll. Kann mich gar nicht bewegen. Ja, danke, das wird ein Spaß jetzt. Das wird ein Spaß. Okay, let's go. Wie mach ich das jetzt, Alter? So, das sieht doch gut aus. Das sieht sehr gut aus. Oh Gott! Oh, Alter! Das ist das Schwerste. Das ist der Biervorrat. Ja, Hauptsache Nils hat einen Stuhl dabei, Alter. Oh. So, Nummer 1. Ja, geil. Alter, ist ja Luxus. Ja, der ist so schwer, ne? Was hast du denn mit? Ja, Feuersteine. Ja, nee, ist klar, da kannst du ja doch nicht reinschieben, Mann. Ist klar, wie soll man so paddeln, Alter? Das ist wieder das Geilste, ey. Ist doch scheiße. Ja, ey. Ich kann gar nicht paddeln. Oh. Kein Scheiß. Ich muss die Scheiße hier machen. Das ist auch wieder eine Idee. Aber geil. Sehr geil. Ich sehe überhaupt nichts. Oha. Jawohl, Mann. So, Freunde, und jetzt wird's lustig. Jetzt muss nämlich einer rüberfahren. Dann müssen wir noch einen Strick hier anbinden, das Kajak zurückziehen. Damit der andere rüberkommt. Oh Gott. Sachen sind drüben. Jetzt fehlen nur noch wir beide. Dann bauen wir Lager auf und dann schauen wir mal. Ja. Dann einmal auf die Insel. Und dann geht's los, endlich mal. Ja, wird auch schon dunkler, ne? Aber geht noch. Ist gerade, glaube ich, 19 Uhr. Einmal aussteigen. Scheiße. Nicht so wie gestern. Aufpassen. Oha. Oh. So, einmal Paddel rein. Okay. Und ab nach Hause. Das Kajak fährt alleine. Oh geil, Freunde, Mann. Das wird so episch hier auf der Insel, ne? Könnt ihr das schon sehen, so ein bisschen?
Ich habe hier noch gar nichts gemacht auf der Insel, ja? Noch gar nichts. Überall habe ich aufgeräumt, aber auf der Insel noch nicht. Extra für diesen Tag. So, wie sieht's aus? Oha, Nils kämpft mit dem Boot. Mal gucken, ob er es her schafft. Ja. Leider geht die Sonne schon unter. Aber wie gesagt, so 19 Uhr. Wenigstens alles hier im Hellen. Schön fertig machen und dann werden wir noch was snacken. Später schlafen gehen und dann war es das eigentlich auch. Ein bisschen Bier haben wir mit. Nur ein bisschen, ne? Also nicht übertreiben. Oha, Nils, mach keinen Scheiß da. Ey! Was machst du denn? Alter! Oha! Wenn das so schon anfängt, ne? Mach keinen Scheiß da jetzt. Oha, er lässt sich hinab. In den Sumpf. Ah, die Schnur hast du auch mit, ne? Ja. Aha. Ja, jetzt kommt er. Ja, geil, Mann. Wir sind auf der Insel. Wuhu. So, jetzt machen wir erstmal einen kleinen Rundgang. Halt mal bitte fest. Wann war es denn jetzt schon wieder? Dass ich gleich reinrutsche. Oh Gott. Na, Freunde, jetzt schon mal irgendjemand ein Shelter gebaut. Oder es versucht. Keine Ahnung. Irgendwas ist hier noch. Hier ist überall Holz und schlag mich tot. Aber das ist so geil hier, ne? Jetzt mal ohne Flachs, Alter. Kein Wind? Nee, gar nichts. Das werden wir jetzt ein bisschen aufräumen hier. Alles so, ne? Ja, am liebsten verbrennen, was hier natürlich liegt, ne? Wir werden mal schauen hier mit dem Feuer, aber hier, ey, hier sieht das doch top aus. Hier geht das. Hier geht das, glaube ich, ja. Hier so mittig. Ja. Ja, das ist top. Ja, eine Hängematte hier. Eine wahrscheinlich von hier bis hier und die andere irgendwie. Andere Hängematte wahrscheinlich hier zwischen. Irgendwie so, mal schauen. Aber nicht, dass wir uns auf den Sack gehen, wenn wir schnarchen. Ne? Schnarch müssen wir schon ein bisschen auseinander. Schnarch richtig. Schlafe ich nachher im Auto. Nein. Ja, total geil, ey. Na, Freunde, das ist die Insel. Das ist die Insel. Richtig geil, ohne Scheiß. Ja, doch, gefällt mir sehr gut. Und hier wird einiges brennen, glaube ich, Alter. Was hier rumliegt, Alter. Ist ja der Wahnsinn, ey. Aber was war das hier mal, ey? Die kann man richtig erkennen, ne? So ein Viereck. Wir haben da Hütte drauf gemacht, irgendwann. Ja, das wäre krass, ey. Ich würde sagen, wir räumen hier erstmal auf und das haue ich euch im Zeitraffer rein. Also, viel Spaß. So, Freunde, sieht doch schon mal ganz geil aus. Feuer brennt. Platz haben wir auch. Wir wollen ja hier mit Tarp und Hängematte spannen. Wir wollen ja hier mit Tarp und Hängematte schlafen. Hängematte spannen, Folie drüber, Tarp. Und dann wollen wir hier pennen. Ja, und jetzt werden wir schnellstmöglichst unsere Lager aufbauen, damit wir das nicht im Dunkeln machen müssen. Roll ich mal rein. Immer noch. Aber das ist ja jetzt schon extrem hoch. Muss die auch noch ein bisschen nach oben ziehen. Ja, ja, genau. Weg. So, Nils, seine Koje ist gespannt. Hallo. Ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Jetzt spannen wir hier nochmal eine Leine. Von hier nach da drüben. Und da kommt dann die Folie rüber. Nochmal abgespannt. Fertig. Ey. Nur riecht nach Dachboden, Keller. Ja, richtig Bauer. Na, Freunde, wir haben nur einen Tarp, deswegen eine Plane. Noch ein bisschen nach hinten legen. Nach hinten legen? Also nach hinten legen. So, fertig. Ja. Aber noch mal ein bisschen mehr, vorne ein bisschen weniger, wegen dem Feuer halt. Ne? Ach so. Aber du bist trotzdem drunter, das ist so safe. Ja, ja, das ist gut. Jetzt an allen vier Ecken Schnüre dran und dann ist das geil. Was sagt ihr? Ja, ist jetzt nicht perfekt, aber für eine Nacht reicht das. Schöne Plane gespannt.
Und darunter ist dann die Hängematte. Tut mir leid, ist schon sehr dunkel. Was heißt sehr dunkel? Eigentlich ist es noch hell, aber auf der GoPro hat es vergessen. Ey. Aber eine Hängematte mit Tarp steht, jetzt kommt die andere und dann haben wir erstmal das Lager, das Wichtigste. Okay. Da hältst du nichts bei, oder was? Ja klar. Oben ist Moskitonetz. Musst du so ranmachen und dann... Oder keine was Bänder. Was ist das hier? Wo ist das Befestigungszeug? Oh, das, nee, das kann eigentlich gar nicht sein, Alter. So liegt man noch keine Hängematte aus. Klimpert doch nicht. Nee, die Reißverschlüsse. Ja. Nee, das ist wieder der Hammer, ey. Sehr geil, sehr geil. Ja, hier ein Stück Seil zuschneiden. Willst du selber knoten? Ich vertraue dir, mal schauen. Du vertraust halt. Hör tiefer oder willst du mit dem Kopf pennen? Nee, ein bisschen tiefer ruhig. Wo wie das hier so? Bisschen tiefer. Hallo? Sag da jetzt, wo ich anziehe. Ja, hallo, ich gerade schon gesagt, wie soll ich da reinkommen? Alter, da komme ich noch nie rein, Junge, Alter. Schön straff, ne? Ja, willst mich verarschen. Ja, auf jeden Fall ist das Ding gespannt. Da war leider keine Spannvorrichtung dabei, was ich echt extrem traurig finde. Auch geil. Der Paracord mitgenommen. Es liegt alles im Wasser. Jetzt habe ich nichts. Sieht man überhaupt noch was? Ja, grenzwertig, ne? Das tut mir echt sehr leid. So, jetzt gibt es ein bisschen Licht. Ja, schön ist was anderes, sagt nichts. Aber das reicht vollkommen aus. Ja, da gefällt mir was nicht, aber. Ja, das ist eigentlich. Ja, hier oben, das kannst du noch festmachen. Ne? Ja, muss ich auch. Ich muss nochmal spannen gleich. Katastrophe wird das jetzt. Wo soll ich denn da reinkommen? Ja, mach mal. Hä? Was ist das? Kann ich doch hier reinlegen. Das war's? Da komme ich nie hoch, Mann. Da kannst du doch vergessen. Jawohl. Da kommt da kein Schwein rein, sonst ist er brutal. Halt mal. Ah, ja. Ach du Scheiße, Alter. Sorry, ich hab nur Schiss. Ich kenne die Hängematte nicht. Ach du Scheiße. Okay. Ja, geht doch. Mit Fliegenschutz. Ah, sieht da schon gemütlich aus, auf jeden Fall. Na, Freunde, Lagerfeuer brennt. Die Lager sind auch aufgebaut. Wenn nicht schön, aber es soll die Nacht ja auch regnen, ne? Das ist natürlich hier wieder grenzwertig. Da muss ich noch ran, aber das mache ich nachher. Ja, Nils, sein Ding steht auch. Nils, sein Ding steht auch. Sei her. Vorne unten. Aber das sieht gemütlich aus. Das sieht gemütlich aus hier. Wie gesagt, die Lager stehen. Jetzt machen wir erstmal ein Päuschen, weil ich bin echt am Schwitzen. Das ist noch so warm, das kann man sich gar nicht vorstellen. Gerade jetzt, ne? Kein Wind mehr, gar nichts, Alter. Mittlerweile 10:30 oder bald um 11 sogar. Ah, ist ja Wahnsinn, diese scheiß Frösche. Oh. Na, jetzt machen wir uns noch ein lecker Schmacko, Fatzi. Und dann gehen wir auch bald schlafen. Oh, ja. Freunde, ist angerichtet. Einer, oh, geil. Was? Ich muss schon mal probieren. Kann ja wohl nicht wahr sein. Zieht euch das rein. Guten Morgen, Freunde. So, Nacht überstanden. Meine Fresse, hat sogar geregnet. Das war schon wieder alles. Ich habe mir ja eine neue Hängematte geholt. Das Geilste war hier gestern. Ich setze mich erstmal rein, fliege gleich raus. Und das dann wahrscheinlich passiert hier. Schön kaputt. Einmal den Reißverschluss abgerissen. Ja, auf jeden Fall werden wir jetzt alles abbauen. Den ganzen Scheiß, alles ist nass. Natürlich wieder total ärgerlich. Erstmal wieder alles einpacken, zu Hause wieder auspacken, trocknen. Also alles in allem war es eine geile Nacht. Ja, auf jeden Fall bauen wir jetzt ab und dann melde ich mich gleich nochmal. So, wieder alles abgebaut. Na, Freunde, den ganzen Scheiß haben wir jetzt wieder rüber. Boah, Nils kommt auch aus dem Wasser. Ja, dann soll es das eigentlich auch gewesen sein mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, natürlich, wie immer, liken, kommentieren.
Und wenn ihr nichts verpassen wollt, was ihr sonst noch so passiert, und wenn ihr nicht verpassen wollt, was ihr sonst noch so passiert auf dem Kanal, gerne abonnieren.